NDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 29. November 1803. Der Geburtstag des Architekten Gottfried Semper. Der nächtliche Himmel zeigt neben den glanzvollen Wundern der Gestirne mattschimmernde Nebelstellen. Entweder alte, erstorbene, im All zerstobene Systeme oder erst um einen Kern sich gestaltender Weltdunst. Ein Zustand zwischen Zerstörung und Neugestaltung. Der erste Satz in einem Buch über Architektur. Wer so schreibt, dem geht es nicht nur um Mauern und Dächer. Gottfried Semper hat in seinem Hauptwerk Der Stil das große Ganze im Blick. Die Architektur als Menschenwerk im Kosmos. Es ist die Zeit der großen Entdeckungsreisen. Wie Alexander von Humboldt in seinem berühmten Buch Kosmos eine Übersicht der gesamten Natur aus der tatsächlichen Anschauung herauszubieten suchte, so forschte Gottfried Semper, der am 29. November 1803 geboren wurde, mit neuem Blick nach den Gesetzen der Architektur. Auf der Suche nach verlässlichen Grundlagen für die Arbeit des Architekten, nach jahrtausendealten Regeln, bereiste er die Länder der antiken Welt. 1830 bricht Semper auf die Studienreise nach Italien, gehört damals immer noch im frühen 19. Jahrhundert zu den wichtigen und vielleicht auch notwendigen Schritt, wenn man sich als Architekt im Monumentalbau etablieren wollte, musste man Italien kennen. Nicht üblich war, dass er dorthin geht, um archäologische Feldforschung zu betreiben, was er dann zunächst in Italien macht, dann immer weiter nach Süden reist und schließlich über Sizilien bis nach Griechenland kommt. Und das war sicher etwas sehr Ungewöhnliches. Er war einer der ersten überhaupt. Es ist ohne Zweifel so, dass Semper vor die Frage stellt, was er nun benutzt an Formtradition. Da sagt, die Antike hat vermutlich die beste Grundlage geschaffen für das, was der Architekt braucht in seinem Formenrepertoire. Also das ist ein Bekenntnis. Er holt sich dort die Grundlage einer Weiterentwicklung oder einer eigenen Positionierung. So hat er ein sehr vertieftes Verhältnis mit der Tradition der klassischen Architektur. Werner Oechslin ist emeritierter Professor der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und damit in gewisser Weise auch einer der Nachfolger Sempers, der dort als erster Architekturprofessor der Schweiz arbeitete und auch das Hauptgebäude, das Polytechnikum, entwarf. Sempers Karriere aber sah zunächst nicht nach solchen akademischen Ehren aus und auch nicht danach, dass er einer der bedeutendsten Architekten des 19. Jahrhunderts werden würde. Der Sohn eines wohlhabenden Hamburger Wollfabrikanten wusste nicht recht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Die Architekturhistorikerin Sonja Hildebrandt. Er wird Architekt auf Umwegen, kann man sagen. Er hat angefangen auf einem klassischen Weg im humanistischen Sinn. Er war zunächst Schüler im Johanneum in Hamburg. Das ist damals eine der bedeutendsten humanistischen Schulen gewesen. Und der Direktor des Johanneums hat ihn dann nach Göttingen geschickt. Er studiert Geschichte, Statistik, das ist Staatskunde, würde man heute sagen, und Mathematik mit dem Ziel, Wasserbauingenieur zu werden, also gar nicht mal Architektur. Geht dann nach München an die Akademie, um Architektur zu studieren, schreibt sich dort auch ein, fängt aber gar nicht an zu studieren, sondern reist mit Freunden quer durch Süddeutschland. Und erst mit 23 Jahren kommt er nach Paris und fängt dort dann tatsächlich sein Architekturstudium an in einer privaten Architekturschule. Unter dem Lehrer Franz Christian Gau, einem Kölner, der in Paris vor allem öffentliche Gebäude entwarf, gewann Semper Orientierung. Er machte erste praktische Erfahrungen und profitierte vom Wissensdurst seines Lehrers, der als erster europäischer Architekt das nubische Ägypten besucht und die antiken Tempel gezeichnet hatte. In Semper weckte Gau offenbar die Sehnsucht, selbst an die Quellen zu reisen. Semper lebt natürlich in der großen Zeit der Erfahrungswissenschaften. Er ist ja auch in Kontakt mit Naturwissenschaft. Er weiß schon, wie der Biologe an die Dinge herangeht, nicht? Er sagt ja auch, dass wenn man theoretisch beginnt nachzudenken, also ein gesetzmäßiges sucht, muss man das im kleinsten Einzelnen aufsuchen. Also nicht irgendwie mit vorgefasster Meinung, sondern mit der Erforschung der Wirklichkeit, was die Empirie ist, die Methode, die er sucht.
1831 als Semper in Griechenland eintrifft, tobt da auch noch der griechische Befreiungskrieg. Semper wird dann auch Zeuge von Kämpfen und Anschlägen. Unabhängig von der Kriegssituation fängt er an, wirklich an den Monumenten zu forschen, wie er selber dann schreibt, mit dem Messer zu kratzen. Und das ist etwas ganz Neues, auch für die Archäologie damals. Das war eine ganz neue Methode und Semper ist da quasi methodisch in der Avantgarde der damaligen wissenschaftlichen Archäologie. Und er macht bei seiner breit angelegten, vorurteilsfreien Untersuchung der antiken Gebäude eine sensationelle Entdeckung. Semper fand Farben auf den antiken Steinen und konnte beweisen, dass die Griechen ihre Tempel bunt bemalten. Weiß und kalt stehen heute die Monumente vor uns, doch sie sind durch Barbarei monochrom geworden. Wir haben das übrig gebliebene, magere Knochengebäude alter Kunst für etwas Ganzes und Lebendes angesehen und es so, wie wir es fanden, nachzuahmen für gut befunden. Das eine ist natürlich, dass er einen wissenschaftlichen Beitrag liefern will auf einem Feld, das heftig umstritten ist und sich damit als gelehrter Architekt ausweisen kann, was er dann ja auch geglückt ist. Das andere ist natürlich, dass diese Polychromie-Debatte, die Debatte um die Farbigkeit der antiken Architektur, ganz wichtig war auch für das Entwerfen in der eigenen Zeit, weil man sich ja an der Geschichte orientiert hat und die Geschichte eine maßgebliche Rolle gespielt hat, um zu wissen, wie man richtig baut. Alles, was wir über die Anwendung der Farben bei den Alten wissen, ist nur sehr bruchstückhaft. Das magere, trockene, scharfe, charakterlose der neueren Erzeugnisse der Architektur lässt sich ganz einfach aus dieser unverständigen Nachäfferei antiker Bruchstücke erklären. Gottfried Semper war ein brillanter Kopf und streitbarer Theoretiker, aber auch ein Außenseiter. Er litt unter einigen Gewohnheiten, die für die Umwelt nicht ganz, sage ich mal, angenehm waren, auch gar nicht appetitlich. Also er hat dauernd ein großes Tuch mit und schneut sich da rein und sieht so ein bisschen verbittert aus. So muss man sich das wohl denken. Also sicher nicht ein einfacher Mensch, einer, der immer auch gegrübelt hat. Das ist mir wichtig, dass man einfach nicht denkt, das ist ein Erfolgsmensch. Und da legt er hin und tut und macht und ist berühmt. Nein, keineswegs. Also man muss einfach mal sagen, dass das 19. Jahrhundert an sich ein Jahrhundert war, das in vielen Bereichen weitaus innovativer, weitaus wagemutiger und weitaus moderner war als vieles, was im 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Das war ja eine Zeit der Hochindustrialisierung, der Hochurbanisierung und die Architekten konnten gar nicht anders als reagieren auf Innovationen, die also wirklich umwälzend waren. Und in dem Sinn ist Semper sowohl mit seiner Architektur, die aus dem historischen Formrepertoire schöpft, als auch mit seinen theoretischen Arbeiten ein hochmoderner Architekt seiner Zeit. Man kann auch sagen, er hat sich in jeder Minute verantwortlich gefühlt, das Einzelne im Ganzen zu verankern. Er glaubte zu wissen, wie die Menschheitsgeschichte bezüglich des Bauens gelegt war. Er hat sich darum bemüht, das in irgendeine plausible Form zu bringen. Er wollte die Einsicht gewinnen in das, was letztlich das Bauen ist und wie es zu begründen ist. Sein Buch? Vorläufige Bemerkungen über die vielfarbige Architektur und Plastik bei den Alten. Indem er seine Forschungen über die antike Architektur publizierte und die Empfehlung durch den Pariser Lehrer Franz Christian Gau, führten 1834 zur Berufung des gerade 30-Jährigen auf die Professur für Baukunst an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste zu Dresden. Nichts hatte er bis dahin gebaut, kein einziges Haus. Wieder alles Wahrscheinliche ist mir diese Stelle auf dem Präsentierteller offeriert worden. Und ich kann alles nach meiner Vorstellung gestalten. Wir werden eine gänzliche Umwandlung des Stundenplans für das kommende Semester vornehmen. Der praktische Unterricht wird den größten Umfang bekommen. Und theoretisch wollen wir die Gebäudelehre ins Zentrum stellen, die die Bautypen im historischen Werdegang verfolgt. In Dresden aber entwickelt Gottfried Semper nicht nur ein ganz neues Unterrichtssystem, sondern auch neue Ideen für die Gestaltung der sächsischen Residenzstadt. Die gehen auf einen Auftrag zurück an Semper, dass er den Standort für ein Standbild des verstorbenen sächsischen Königs festlegen sollte im Bereich des barocken Zwingers, dieses Festplatzes. Und Semper hat dann diesen Auftrag
sehr kleinen Auftrag zum Anlass genommen, um eben dieses sogenannte Zwingerforum zu entwerfen, dessen Hauptteil am Anfang eben ein neues Dresdner Theater gewesen ist und hat dann Erfolg gehabt mit diesem Vorschlag und diesem weit über seinen Auftrag hinausgehenden Projekt. Und mit dem ersten Dresdner Hoftheater ist er auf einen Schlag europaweit bekannt geworden, hatte einen Durchbruchserfolg. Als 37-jähriger Architekt gehörte er mit einem Schlag zu den europäischen Koryphäen. Und der Baumeister traf in Dresden auf eine andere aufstrebende Koryphäe, den Komponisten Richard Wagner, dessen Opern Rienzi und Der fliegende Holländer in Sempers Theater uraufgeführt wurden und der auch in Dresden zu Weltruhm gelangte. Worin sich Wagner und Semper noch begegneten, war ihre republikanische Gesinnung. Auch wenn man den Prachtbauten, die Semper für fürstliche Auftraggeber entworfen hat, diese nicht gleich ansieht. Wenn man dann genauer hinschaut, kann man sagen, seine Architektur hat teilweise Züge, die zeigen, dass er baut für eine größere Gesellschaft. Zum Beispiel das erste Dresdner Hoftheater, der Vorgängerbau der heutigen Semperoper mit einem halbrunden Zuschauersaal, der sich in der Fassade abzeichnet und mit vielen Türen, die dann in dieses Theater hineinführen. Da kann man sich vorstellen, er wollte bildhaft machen, dass die Stadtbevölkerung aus Dresden zusammenströmt und dann in diesem Theater sich versammelt als eine Gemeinschaft. Also das wäre so eine Art republikanische Architektur, wobei man eben sagen muss, das war das Hoftheater und der Auftraggeber war der Dresdner Hof. Im Mai 1849 erwiesen sich Wagner und Semper als überzeugte Republikaner, die bei der Verteidigung der Stadt gegen die Truppen des Königs in erster Reihe standen. Semper gilt als Konstrukteur der Hauptbarrikade in Dresden, der größten Barrikade überhaupt. Und er hat selber dann eben auch neben Wagner auf einer Barrikade gestanden, hat ein Bataillon von Revolutionären kommandiert und eine Barrikade mitverteidigt. Semper schrieb damals: Im Landtag gibt es nur geistlose Debatten. Ein dummer Freiheitsschwindel. Die Architektur kämpft mit dem konstitutionellen Prinzip. Die Revolution scheiterte. Er musste wirklich Hals über Kopf fliehen. Andere Revolutionäre sind dann mit gefesselten Armen und Beinen in die Elbe geworfen worden von ihren Verfolgern und den zu Hilfe gerufenen preußischen Soldaten. Semper hat alles zurückgelassen, Familie, Besitz. Dresden sollte Gottfried Semper nie mehr betreten. Erst in den 1860er Jahren hob Sachsen den Steckbrief gegen ihn auf. Nach seinen Entwürfen wurde dennoch in Dresden gebaut, die heute berühmte Gemäldegalerie und, nach dem Brand des ersten Hoftheaters, die heutige Semperoper. Richard Wagner holte ihn aus dem Londoner Exil nach Zürich ans Polytechnikum, dessen Gebäude er auch entwarf. Viele Aufträge aber gab es in der Schweiz nicht. Und so findet Semper seine letzten großen Werke im kaiserlichen Wien, wo er Museen, das Burgtheater und die Erweiterung der Hofburg plant. Seine hochfliegenden Pläne für ein Kaiserforum aber blieben Fragment. Die Architekturhistorikerin Sonja Hildebrandt. Er hat einfach immer sehr viel gewollt. Er hat auch sehr viel erreicht. Aber ein Architekt, der so unbedingt ist wie er, war auch sicher ein Mensch, der nicht zufriedenzustellen war. Er hat ein Leben lang seinen Problemen nachgehangen und sie immer wieder neu formuliert und immer wieder durchdacht. Und seine Manuskripte sind ja seitenweise durchgestrichene Passagen ersetzt durch neu. Also er macht es sich nicht einfach. Vor allem die wiederaufgebaute Semperoper und die Dresdner Gemäldegalerie sorgen heute für Nachruhm. Sempers theoretische Überlegungen gelten als Meilensteine im Nachdenken über Architektur. Die modernen Architekten des frühen 20. Jahrhunderts aber verurteilten seine historistische Architektur, weil sie sich freimachen wollten von der Geschichte, die Semper wie kein anderer erforscht hatte. Professor Werner Oechslin, Architekturhistoriker der ETH Zürich. Er war nun einmal der Übergott, er war die dominante Person, wenn es um das Nachdenken zur Architektur im deutschsprachigen Raum geht. Der musste überwunden werden, nicht? Das war so.